Mit Kant in die Zukunft. Gästehaus Albertina in einem noblen Villenviertel Kaliningrads. Ein Gästehaus der besonderen Art, das der Unternehmer Boris Bartfeld geschaffen hat. Wohin man blickt, Ansichten vom alten Königsberg, Gesichter der Stadt am Pregel, Porträts von Königsbergern, die sich einen Namen machten als Gelehrte, Künstler, Schriftsteller. Genau der rechte Ort für das monatliche Treffen der Bohnengesellschaft, der Gesellschaft der Freunde Kants. Auch Guido Herz, Generalkonsul der Bundesrepublik Deutschland, gehört jetzt dem illustren Zirkel der Freunde Kants in Kaliningrad an. Herz ist sich vollauf im Klaren darüber, welche herausragende Bedeutung der deutsche Philosoph Immanuel Kant für das russische Königsberg besitzt. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Beide darf ich nicht als in Dunkelheiten verhüllt oder im Überschwänglichen außer meinem Gesichtskreise suchen und bloß vermuten. Ich sehe sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz. Kant ist für mich sinnbildlich eine Klammer zwischen der deutschen Vergangenheit und der russischen Gegenwart. Dazu muss man sehen, dass in Kaliningrad es das Phänomen der Kaliningrader Identität gibt. Das Kaliningrader Gebiet ist für meinen Geschmack weltgeschichtlich einzigartig insofern, dass alle Menschen, die bis 1947 hier gelebt haben, ausnahmslos vertrieben worden sind und alle Menschen, die neu gekommen sind, hierher, noch nicht mal hierher ausgewandert sind, sondern hierher gespült worden sind. Ich nenne es immer, das ist Treibsand der Sowjetgeschichte. Es ist ein radikaler Schluss, ein radikaler Schnitt. Diejenigen, die früher hier waren, sind alle weg. Diejenigen, die neu gekommen sind, haben überhaupt keinen Bezug zu diesem Gebiet gehabt. Aber jeder Mensch möchte irgendwo leben, wo es was Besonderes gibt. Ja, ein gemeinsames, verbindendes Etwas haben. Und für die Menschen in Kaliningrad ist es die deutsche Vergangenheit. Sinnbildlich für diese deutsche Vergangenheit ist eben Immanuel Kant. Dass Kant ein Deutscher war, der vor genau 250 Jahren übrigens vorübergehend unter russischer Herrschaft lebte, das spielt für die Russen am Pregel keine Rolle. Kant wird als Landsmann wahrgenommen, sozusagen als Ehrenrusse. Ja, die Intellektuellen vor Ort sagen, das ist unser klugster Landsmann. Und wir setzen seine Sache fort. Und so nutzt man denn jede sich bietende Gelegenheit, um an den Weltweisen aus Königsberg zu erinnern. Kein Geburtstag in Kaliningrad ist so wichtig wie Kants Geburtstag. Alle Jahre wieder am 22. April pilgern nicht nur die Jünger Kants zum Dom auf dem Kneiphof, auf der Kantinsel, um dem Philosophen ihre Reverenz zu erweisen. Zum ersten Male klingt in diesem Jahr die neue Domorgel zu Ehren Kants. 4 Manuale, 90 Register und nicht weniger als 8500 Pfeifen weist sie auf und ist damit die größte Orgel im Ostseeraum. Kunstvoll verziert von Kaliningrader Holzschnitzern mit beweglichen Figuren. Kostenpunkt über 140 Millionen Rubel. Umgerechnet rund 4 Millionen Euro. Ein Geschenk des Kreml zum 750. Geburtstag von Königsberg. Es war Stalin, der Königsberg zu einer russischen Stadt machte und ihr den Namen Kaliningrad gab. Und es war Putin, der als erster Präsident Russlands die Bedeutung Kaliningrads als russischer Vorposten in Europa, als russische Insel im Meer der EU erkannte. Guido Herz? Herr Putin hat ganz klar erkannt, dass Kaliningrad eine Chance ist durch seine geografische Lage. Putin, nach meiner Einschätzung, weiß genau, dass die Zukunft Russlands nur im Westen, nur in der Zusammenarbeit mit der Europäischen Union liegen kann. Und aus diesem Grunde hat er gesehen, dass er mit einem Gebiet, was inmitten dieser Europäischen Union liegt, ein strategisch enorm wertvolles Gebiet hat. Und er tut alles, um es entsprechend auszubauen und in dieser Funktion zur Geltung kommen zu lassen. Wer in Moskau die Zeichen der Zeit erkannt hat, der investiert heute in der Sonderwirtschaftszone Kaliningrad.
Die Mär vom Armenhaus Kaliningrad ist Schnee von gestern. Immanuel Kant würde sich die Augen reiben, ließe er den Blick schweifen von seinem Logenplatz an der Nordostseite des Doms über den Pregel auf das neue Kaliningrad, das russische Königsberg. Auf dem Platz neben dem Kant-Kenotaph, wo einst die im Kriege zerstörte Albertina stand, thront heute wieder Herzog Albrecht auf seinem Sockel. Die Albertina ist Geschichte. Kaliningrads Universität trägt seit 2005 den Namen Staatliche Russische Immanuel-Kant-Universität. Unsere Universität hat eine Mission, eine Brücke zwischen Europa und Russland sein, eine Brücke zwischen Vergangenheit, heutiger Zeit und Zukunft sein. Diese Brücke ist aufgebildet auf Kant. Kant ist der Hauptingenieur von dieser Brücke, ich muss sagen. Vera Sabotkina, Vizerektorin der Kant-Universität, betont, wie populär Kant gerade bei der jungen Generation in Kaliningrad ist. Er ist die populärste Figur in dieser Stadt. Und junge Leute kommen hier an seinem Geburtstag und sie sind stolz, dass sie wohnen in der Stadt, wo große Immanuel Kant wohnt. Und in seinen Taschen, sie haben kleine Bücher von Kant. Und ich glaube, das ist ganz unikal. Das sind junge Leute, sie sind 15, 16 Jahre alt, 22 Jahre alt und sie schätzen Kant. Keine Frage, an Kant-Verehrern mangelt es nicht im russischen Königsberg. Die Prominentesten treffen sich, wie nach dem Tode Kants seine Tischgenossen und Freunde, regelmäßig zum Bohnenmahl, bei dem ein Bohnenkönig gekürt wird, beziehungsweise eine Bohnenkönigin. Zuerst wird man Mitglied der Bohnengesellschaft und ja, das ist immer, dass ein Mitglied jemanden mitführt, ja, eine interessante Person. Und nach dem Vortrag, nach der Diskussion, nach den Debatten, bekommt man einen Kuchen und jeder bekommt davon ein Stück. Und in einem Stück ist eine Bohne, ist eine silberne Bohne. Und derjenige, der dieses Stück hat mit der Bohne, ist dann der Bohnenkönig für die nächste Sitzung. Wurde anlässlich der 750-Jahr-Feier der Stadt Königsberg restauriert. Die Fassade wird von drei historischen Figuren geschmückt. Von Preußenkönig Friedrich I., Herzog Albrecht, dem letzten Ordenshochmeister, und dem Stadtgründer, König Ottokar von Böhmen. Ab 1333 wurde mit seinem Bau im Stil der Backsteingotik begonnen. Von den schweren Kriegsschäden ist, von außen betrachtet, nichts mehr zu erkennen. Für den deutschen Orgelbauer Stefan Schwerin und seine Mitarbeiter ist der Dom schon seit Monaten eine Großbaustelle. Das Projekt? Einbau von zwei Orgeln. Wodurch zeichnen sich die aus? Einmal durch die Größe und natürlich auch durch die Anordnung des Orgelkomplexes. Weil ja beide Instrumente von einem Spieltisch aus gespielt werden können. Und da kann man natürlich auch interessante Effekte damit machen, musikalisch gesehen. Also wenn einmal die Musik von hinten oder von der Seite kommt, das gibt schon, gibt's. Die größte Orgel Russlands. Für Russlands politisch Verantwortliche ist der Orgelbau ein Renommierprojekt. Es heißt, Präsident Putin habe dafür eine Geldspritze von 3 Millionen Dollar zugesichert. Immanuel Kant war wohl die bemerkenswerteste und berühmteste Persönlichkeit, die in unserer Stadt geboren wurde und die hier gelebt hat. Kant ist ein Philosoph, der Völker miteinander verbindet. Er war ein Mensch, dessen ethische und politische Ansichten besonders wichtig waren für die Entstehung einer modernen Gesellschaft. Oder, wie er es ausdrückte, einer ethischen Gesellschaft. Ein einsamer Saxophonist vor dem Dom in Königsberg, der das ostpreußischste aller Lieder, das Ännchen von Tharau, spielt. Am Dom hat Immanuel Kant seine letzte Ruhe gefunden.
Und fast scheint es, als werde das Grab des großen deutschen Philosophen von Herzog Albrecht, dem Gründer der Universität zu Königsberg, bewacht. Muss einen Vortrag über Kant halten. Was Irina Tscherninok nicht schwerfällt, hat sie doch ihre Doktorarbeit über den größten Sohn Königsbergs geschrieben. Motto der Gesellschaft der Freunde Kants, von Jubiläum zu Jubiläum. Bis zum großen Jubiläum, dem 300. Geburtstag Kants 2024, soll Königsberg europäisches Niveau erreichen. Also diskutierten Alternative Kantgrad hält Professor Leonard Kalinikow, Pionier der Kant-Forschung in Russland und Präsident der russischen Kant-Gesellschaft, gar nichts. Mein Standpunkt ist klar und eindeutig. Ich habe das immer gesagt und wiederhole es. Die Stadt soll ihren alten Namen tragen, Königsberg.